Hallo Leute, es gibt wieder Informationen zum Thailand Pass Hack in Anführungszeichen. Und zwar hat sich jetzt die IT-Abteilung gemeldet von Thailand Pass und die schreiben, ich werde es euch einblenden, dass ihr System Thailand Pass von diesem Hack nicht betroffen sei. Alle Personen, und das sind reichlich Leute, die so eine E-Mail erhalten haben, die müssen sich offensichtlich bei einer Kopie der Thailand Pass Seite angemeldet haben. Also offensichtlich war da irgendwo im Netz eine Seite im Umlauf, wo die Leute draufgegangen sind. Die hat genau gleich ausgeschaut wie Thailand Pass, haben dort ihre Daten eingegeben und haben dann so eine Fake QR-Code erhalten und einen Link, auf den man auf keinen Fall klicken sollte. Es wird auch abgeraten, jetzt auf den QR-Code oder den QR-Code zu scannen. Was ich ja beim ersten Video noch gesagt habe, um zu verifizieren, wenn sie offiziell von Thailand Pass kam, das hat ja auch ein bisschen für Unsicherheit gesorgt, weil Thailand Pass selber sagt ja, ihr müsst unseren QR-Code scannen, damit ihr wisst, dass ihr das seid. Aber hankerum macht es ja keinen Sinn, einen QR-Code zu scannen, wenn er möglicherweise fake ist, weil dann könnte ja sein, dass ein Virus oder was aufs Gerät kommt. Jetzt macht aber alles Sinn, nach der letzten Stellungnahme, wo eben auch die IT-Abteilung eingeräumt hat oder gesagt hat, dass definitiv das Online-System Thailand Pass nicht vom Hack betroffen ist, sondern alle, die eine Mail bekommen haben, diese von einer externen Seite erhalten haben. Und nochmals, auf keinen Fall den QR-Code scannen, wenn es nicht von der offiziellen Thailand Pass-Seite kam. Und auch nicht auf den Link klicken. Ich habe euch hier unten übrigens noch die offizielle Seite eingeblendet. Hier kommt sie. Nur über diese Seite beim Thailand Pass anmelden und nur E-Mails auch von Thailand Pass von dieser Seite dann beantworten und ja, QR-Codes scannen etc. Ist halt schwierig abzuschätzen. Man weiß ja nie wirklich, woher das die E-Mails kommen. Man muss das halt wirklich auch überprüfen. Ja, das sind die Infos von heute zu diesem Thailand Pass Hack, der eben gar nicht stattgefunden haben soll auf der Hauptseite. Wir sehen uns morgen wieder, wenn du magst. Grüße aus Thailand.